Hallo ihr Lieben, hier ist Mama Nadja und herzlich willkommen in unserem Spielzimmer. Dieses Video wollte ich schon sehr lange machen und ihr habt auch sehr lange darauf gewartet. Ich freue mich sehr, dass wir heute dieses Zimmer zeigen können und ich werde euch eine kleine Tour machen und erzählen, wie ich das Spielzimmer für meine Kinder aufgesetzt habe. Ich habe euch das Schlafzimmer von meiner Tochter Annabelle gezeigt. Ich habe euch auch das Schlafzimmer von meinem Sohn Andreas gezeigt. Ich habe euch auch unsere Spielecke im Wohnzimmer gezeigt, das Spielregal mit Spielsachen, wie wir das alles im Wohnzimmer eingerichtet haben und wo die Kinder gespielt haben. Die Sache ist die, Annabelle schläft gar nicht in ihrem Schlafzimmer. Seit einem halben Jahr schläft sie zusammen mit Andreas im Zimmer. Sie fühlt sich viel sicherer mit ihrem Bruder im Zimmer. Sie schläft sehr schnell ein und ununterbrochen. Andreas schläft auch durch und für uns Eltern ist es auch viel einfacher, die Kinder ins Bett zu bringen, wenn sie in einem Zimmer schlafen. Und so entstand es, dass das ganze Zimmer frei geworden ist. Und da habe ich mir überlegt, was wir aus diesem Zimmer machen. Und es kam natürlich die Idee, wir können in diesem Zimmer ein Spielzimmer machen. Das heißt, wir haben zwei Kinderzimmer. In einem Zimmer schlafen die Kinder, Schlafkinderzimmer, und das zweite ist fürs Spielen gedacht. Das Regal, was wir im Wohnzimmer hatten, haben wir jetzt hochgebracht. Wir haben andere Regale gehabt und wir haben gedacht, wir trennen das. Dort, wo sie schlafen, sind nur die Betten drin und eine Kuschelecke mit Büchern zum Lesen. Und das Spielen machen wir in einem ganz anderen Zimmer, so dass sie sich auch besser abends ins Bett begehen können, dass sie nicht abgelenkt sind von anderen Spielsachen, dass sie wirklich diese Schlafzimmeratmosphäre haben und zur Ruhe kommen können und in einem anderen Zimmer tagsüber gespielt werden kann. Der Vorteil ist hier natürlich, dass wenn hier Chaos entsteht, wir können einfach die Tür zumachen, die ganzen Sachen nicht mehr sehen. Früher war das so, dass wir im Wohnzimmer viele Spielsachen hatten, war das immer ein bisschen chaotisch im Wohnzimmer. So haben wir das Schlafzimmer von Annabelle umgestaltet. Natürlich habe ich die Umgestaltung nach Montessori-Prinzipien gemacht und ich werde euch durchführen, was genau wir gemacht haben und wie wir das alles organisiert haben. Und das erste Prinzip sind die offenen Regale. Natürlich ist es sehr wichtig für Montessori, dass das Kind sieht, was das Kind hat, welche Spielsachen das Kind hat und dass es frei zugänglich ist. Offene Regale und Tabletts. Jede Spielsache, jedes Spielzeug oder Spielmaterial befindet sich auf einem Tablett. Es ist zusammengefasst, so dass das Kind gleich drankommen kann. Man sieht, was zu tun ist und das Kind nimmt das Tablett aus dem Regal, bringt das auf den Tisch und kann gleich loslegen. Übrigens, ich habe ein ganzes Video gemacht, wie man Montessori-Regale, Spielecke oder Spielzimmer eigentlich gestalten kann. Welche Prinzipien sind wichtig? Ich werde mich jetzt hier nicht wiederholen. Schau mal in diesem Video nach. Also Punkt 1, offene Regale. Punkt 2, ich wollte einige Prinzipien beachten, was man in diesem Kinderklassenzimmer bei Kindern von 3 bis 6 findet. Dafür habe ich 6 Bereiche definiert. Und was ist das? Mathematik, Sprache, Übungen des praktischen Lebens, Kunstmaterialien, sensorische Materialien und Regal für Wissenschaft, Kultur, Geografie. Jetzt seht ihr das hinter mir, diese Regale, diese Bereiche. Also ich habe für jeden Bereich habe ich ein Regal geschaffen. Und das beschriftet so, dass wir das irgendwie auch trennen können. So, jetzt vermute ich die Fragen, die von euch kommen. Ja, wenn man nicht so viel Platz hat oder wenn man nicht die Möglichkeit hat, ein ganzes Zimmer als Spielzimmer zu machen, was soll man dann machen? Und es ist eigentlich nicht nötig, ein ganzes Zimmer für Spielzimmer umzugestalten. Es ist auch nicht nötig, für jeden Bereich ein eigenes Regal zu haben. Wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, wenn ihr aus Platzgründen nicht so viel Platz habt, kann man zum Beispiel ein Regal für 2 Bereiche nehmen. Und wie ich bereits erwähnt habe, zum Beispiel sensorisches Material in der Nähe von Sprachentwicklung, dann könnt ihr ein Regal nehmen. Oben ist Material für sensorische Entwicklung, unten ist Material für Sprachentwicklung. Und so kann man das kombinieren und am Ende braucht man nicht 6 Regale, sondern nur 3 Regale.
man kann auch noch mehr komprimieren. Die Frage ist die, wie oft willst du die Sachen rotieren? Je weniger Platz du hast, je weniger Material du hast, umso häufiger muss man einfach die Materialien rotieren und austauschen. Wir fangen mit dem Bereich Übungen des praktischen Lebens an. Das ist dieses Regal, was wir früher im Wohnzimmer haben. Jetzt nutzen wir das Regal für verschiedene Übungen des praktischen Lebens. Wobei ich muss sagen, dass die meisten Übungen des praktischen Lebens tatsächlich im Alltag passieren, wenn die Kinder mir bei dem Kochen, Zubereitung helfen, bei dem Aufräumen helfen. Und zu Hause braucht man eigentlich, finde ich, ein ganzes Regal dafür nicht zu haben, weil, wie gesagt, es gibt so viele Möglichkeiten im Alltag, die Übungen des praktischen Lebens zu machen. Wir haben das so aufgeteilt bei diesem Regal, dass obere Reihe für Andreas ist, untere Reihe für Annabelle. Wir haben einfache Schüttübungen hier für Andreas, das macht er sehr gerne. Auch mit dem Wasser spielt er sehr gerne, das ist seine Lieblingsbeschäftigung, deswegen steht er schon mehrere Monate auf diesem Regal, dieses Material, und das macht er immer noch gerne. Ja, für die Übung der Feinmotorik haben wir hier eine Pinzette mit kleinen Pompons, so dass er auch die Feinmotorik üben kann und seine Hand fürs spätere Schreiben vorbereiten kann. Für Annabelle haben wir das Spiel, das Hammerspiel, spielt sie auch gerne, Andreas aber auch. Man muss aber aufpassen, und hier sind die Nägel in diesem Container drin, was er nicht aufmachen kann, weil es jetzt ziemlich schwergängig ist. Und natürlich machen wir hier alles mit Aufsicht, von daher steht dieses Material hier. Hier übt sie noch das Sticken. Das hat sie vor kurzem angefangen, aber ich muss sagen, das macht sie nicht so gerne und nicht so oft. Aber vielleicht ändert sich das, das ändert sich immer bei den Kindern. Dann übt sie noch die Schnürsenkel zu binden. Und nebendran ist eine Übung, was sie sehr gerne macht. Es ist eigentlich auch die Übung, die Andreas auch gerne macht, wobei das kapiert er immer noch nicht. Und diese Übung ist so einfach zu machen. Er nimmt einfach ein Stück Karton und die Wäscheklammer. Und die Kinder machen das gerne. Sie bringen die Klammer an das Karton und die üben dabei sehr gut die Feinmotorik. Und diese Übung kann man total schnell aufsetzen aus Materialien, die man zu Hause hat. Oben haben wir ein paar Kleidungsrahmen, damit sie üben, die Knöpfe zuzumachen, Reißverschluss, irgendwelche Schleifen zu binden und so weiter. Dieses Material kam aus dem Fernost. Ich muss sagen, viele Sachen habe ich entweder aus dem Montessori-Shop oder aus Amazon, ja. Oder ich mache auch vieles selber, und da kommt noch ein Video von Sachen, die wir selber gebastelt haben, und das ist eigentlich auch nicht so schwer, und viele Sachen kann man selber basteln und man muss nicht alles kaufen. In dem Regal Übungen des praktischen Lebens haben wir das Regal für Kunstmaterialien platziert. Hier haben wir verschiedene Sachen, die mit Kreativität zu tun haben. Wir haben hier kinetisches Sand, Play-Doh, noch ein bisschen Farben. Nebendran haben wir Material für Annabelle, das sind die Bilder von bekannten Malern. Und das ist auch ein tolles Material, um Kindern Kunst näher zu bringen. Man kann verschiedene Maler ausdrucken und die Kinder sollen die gleichen Bilder zusammenfinden. Unten haben wir Material zum Kleben, das machen die beiden gerne, deswegen liegen da zwei Pinsel. Und oft bei Kunstmaterialien, das machen sie immer gerne zusammen, wenn sie malen, dann oft zusammen, und genauso beim Kleben. Nebendran sind die geometrischen Formen, das ist für Annabelle zum Üben, und die kann üben, die Formen zu malen und die Schattierungen in den Formen. Es ist jetzt nicht das Montessori-Material, aber eine kleine Kopie davon, was ich so aus meinen Hausmitteln zusammengestellt habe. Unten haben wir Material für Andreas, das sind die Stempeln, das macht aber Annabelle auch gerne. Nebendran ist was zum Schneiden, das ist für Annabelle, und nebendran für Andreas. Auch ein schnelles DIY-Projekt, was man sehr schnell aufsetzen kann, und dem Kind macht es auch Spaß, diese Schnur durchzuschneiden. Das inzwischen macht das auch gerne Andreas oder fängt an zu schneiden und zu üben. Und hier ist der Bereich, wo die Kinder gerne malen. Hier haben wir bunte Stifte, die habe ich dann nach Farben sortiert. Ähnlich wie in einem Montessori-Klassenzimmer. Dafür habe ich dieses IKEA-Board genutzt und die Becher aus IKEA, und das habe ich einfach drauf geklebt, sodass die Stifte nach Farben sortiert sind.
Wir haben oben noch ein bisschen Farben und Pinseln und verschiedene Materialien zum Malen und ein großes Papier aus IKEA wiederum. Das ganze Möbel hier ist eigentlich IKEA. Ich glaube, es gibt nichts anderes als IKEA in diesem Zimmer. Nebendran haben wir einen Bereich für Mathematik. Den muss ich etwas umgestalten. Also ich muss sagen, dass wir ungern jetzt uns mit Mathematik beschäftigen, also Annabelle jetzt nicht so. Und eigentlich habe ich auch ein paar Sachen selber gemacht und gebastelt und die kommen jetzt neu auf das Regal. Und hier haben wir ein Memory-Spiel mit den Fotos von Annabelle und das ist eigentlich auch sehr gut für die Entwicklung des logischen Denkens. Nehmen wir so Karteikarten mit verschiedenen Kurven. Hier sind ein paar Zahlen mit Scheiben, um Zahlen zu üben. Hier ist noch ein weiteres Spiel, was Zahlen angeht. Da ist Andreas auch ein Meister, immer diese Scheiben auseinanderzunehmen und drauf zu machen. Hier habe ich auch mal schon lange, lange her dieses Material selber gebastelt. Das sind auch Zahlen bis 5 zum Üben. Das ist jetzt für Andreas hier. Unten hat er auch noch verschiedene Formen zum Einlegen. Dann haben wir verschiedene geometrische Körper zum Kennenlernen und auch verschiedene Karteikarten mit Formen zum Reinlegen. Das ist eigentlich wie Puzzle. Dieses Regal ist sensorisches Sinnesmaterial. Leider ist das Regal viel zu klein. Ich habe viel mehr Material, was ich drauf packen würde. Momentan ist IKEA noch zu und ich hoffe, demnächst macht es auf, so dass ich mir ein Regal aussuchen kann und ein bisschen mehr Platz haben kann. Momentan rotiere ich die Sachen etwas schneller. Wir haben hier ein einfaches Sortierspiel für Andreas mit den Farben. Nebendran ist Farbenkasten 3, das ist tatsächlich Montessori-Material für Annabelle. Zum Sortieren oder zum Wahrnehmen der Schattierungen von verschiedenen Farben. Da ist ein Kaktus, das ist auch so ein Material für Haut-Auge-Koordination. Da spielen gerne beide Kinder damit und die Aufgabe ist, einen Kaktus aufzubauen, damit es ausbalanciert ist und nicht zur Seite fällt. Unten haben wir eine Geobox für Annabelle, ein Puzzle für Andreas und ein Puzzle für Annabelle. Ah, und hier in der Ecke steht noch Rosa Turm. Das ist eigentlich auch ein Montessori-Material aus dem Montessori-Shop tatsächlich. Ich finde diese Turm auch so wunderschön. Ich musste das bestellen. Das gehört natürlich auch zu Sinnesmaterialien, aber aus Platzgründen steht es in der Nähe vom Bereich Mathematik. In der Nähe von sensorischem Regal haben wir Regal für Sprachentwicklung. Hier haben wir verschiedene Karteikarten, Sprachkarteikarten, dreiteilige Montessori-Karten. Das Video dazu habe ich auch gemacht und ich verlinke das in der Infobox. Sprachentwicklung nach Montessori. Da stelle euch diese dreiteilige Karteikarten vor. Im Prinzip ist es eine tolle Möglichkeit, Sprachentwicklung zu üben. Es kostet gar nichts, außer ein bisschen recherchieren im Internet, ausdrucken, laminieren und jedes Mal kann man dem Kind neue Karteikarten basteln und mit dem Kind neue Wortschätze üben. Vor allem mit kleinen Kindern ist es toll, aber auch für ältere Kinder haben wir diese dreiteilige Karteikarten für Annabelle mit den Vöglein. Das habe ich sogar in dem Video gezeigt. Jetzt kommt der Frühling und jetzt haben wir die wieder rausgeholt. Hier nebendran sind die Karten für Andreas. Hier sind verschiedene Obst und Gemüse und die Samen von diesen Obst und Gemüse. Und das Kind lernt und erkennt, welche Samen passen zu welchem Obst oder Gemüse. Hier haben wir unten Sandpapierbuchstaben für Annabelle. Das ist auch Material aus dem Montessori-Shop. Und oben ist Sand bzw. Brotkrümel, damit sie die Buchstaben nachmalen kann, nachschreiben kann. In diesem Kasten sind kleine Figurinen, so kleine Miniaturen für Sprachspiele, Lautierspiele. Wenn wir zum Beispiel Buchstabe B lernen, dann können wir die Banane rausholen und die in der Hand nehmen, anfassen. Das ist auch so eine Art Sinnesmaterial, was dem Kind hilft, die Konzepte, abstrakte Konzepte wie Buchstaben besser zu verstehen. Da ist ein kleiner Alphabet-Puzzle. Oben drauf ist eine Kiste. Da muss ich mir eine andere Lösung überlegen.
Hier ist bewegliches Alphabet, um die Buchstaben zu vertiefen und die Wörter zusammenzustellen. Und das hier ist Material für Schwungübungen. Hier übt die Hand bestimmte Abläufe, so wie wir später schreiben werden, übt das Kind einfach diese Bewegungen zu machen mit dem Stift und diese Spuren nachzugehen. Neben unserem Sprachregal haben wir ein Regal für Kultur, Wissenschaft, Geografie. Dadurch, dass dieses Regal auch sehr, sehr klein ist, tausche ich immer wieder aus. Also momentan gehen wir die Materialien für Geografie durch. Hier haben wir unser großes Bodenpuzzle. Das habe ich euch gezeigt in den Spielsachen. Das haben wir Annabelle zum Weihnachten geholt. Machen Sie gerne. Nebendran sind die Karteikarten mit verschiedenen Kontinenten, auch wiederum die dreiteiligen Karten, um die verschiedenen Kontinente durchzugehen. Und hinten dran haben wir Tiere, die auf verschiedenen Kontinenten leben. Und aus dieser Kiste können die Kinder die Tiere rausholen, raussuchen und entsprechend dem Kontinent zuordnen. Hier haben wir natürlich nicht alle Tiere, aber trotzdem die meisten sind präsentiert und das ist toll, wenn man auch die große Karte aufbaut, die Karteikarten durchgeht und schaut, wer wo lebt, auf welchem Kontinent. Und dieser Globus zeigt nur die Kontinente, die bestimmte Farben haben und wiederum diese Farben finden wir wieder auf diesen Karteikarten, sodass wir das einfacher zuordnen können. In der Mitte steht ein kleinerer Tisch, der ist eher für die Materialien gedacht, wie Übungen des praktischen Lebens. Hier oben sind bestimmte Sachen für Musik, Musikinstrumente, die würden eigentlich wiederum zum Bereich Geografie, Wissenschaft, Kultur gehören, aber dadurch, dass wir dort so wenig Platz haben, habe ich die hier oben drauf platziert. In dem Schrank sind ein paar Bücher. Hier können die Kinder Bücher lesen, falls sie wollen. Und dieser ganze Bereich hier ist eigentlich Bereich für Bewegung, Entspannung, eigentlich zum Bewegen und Austoben, weil das brauchen die Kinder immer. Wenn wir so einen Arbeitszyklus haben, was wir natürlich nicht schaffen, das zu Hause normalerweise 3 Stunden. Bei uns ist es manchmal 1 Stunde, manchmal 2. Trotzdem sind sie noch klein, vor allem Andreas, und der braucht Bewegung. Und ab und zu stehen sie auf und bewegen sich in diesem Bereich. Wir haben die Flusssteine, wir haben diese Hüpfmatte, wo sie drauf gerne hüpfen. Wir haben Karteikarten mit Yoga-Übungen für Kinder. Wir haben diese Spieltücher, wo sie damit spielen können, sich bewegen können, tanzen. Und so weiter. In der Ecke können Sie sich ein bisschen entspannen, relaxen, falls es zu viel ist, oder einfach zur Ruhe kommen. Sonst finde ich das Zimmer auch ganz gut. Wir bewegen uns gerne hier und ich bin sehr, sehr froh, dass wir so einen Raum haben, wo wir wirklich so ein Spielzimmer drin haben können. Das ist toll, das ist schön für die Kinder, dass sie hier eigene Sachen haben und das ist das ganze Raum nur, das ganze Zimmer nur für sie. War das für dich interessant? Schreib mir gerne in die Kommentare, wie das bei euch aussieht, ob ihr so eine Möglichkeit habt, ob ihr so ein Zimmer habt oder habt ihr eine Ecke oder habt ihr irgendwo Spielsachen von Kindern im Wohnzimmer. Schreib mir gerne, setz mir den Daumen hoch, falls es hilfreich und interessant war und ich freue mich sehr, dich in einem neuen Video zu sehen und falls du noch nicht abonniert hast. Ich weiß es nicht, worauf du wartest. Es ist eigentlich kostenlos. Du wirst nur informiert, wenn ich ein neues Video hochlade und wenn das Thema dich interessiert, dann wirst du nichts mehr verpassen. Ich freue mich, dich wieder im nächsten Video zu sehen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Hab eine schöne Woche. Tschüss.